Wir müssen die Leiche des Hausmädchens im Keller untersuchen. Um ihren Mörder zu finden? Um sicherzustellen, dass es Mord war, bevor wir jemanden beschuldigen. Rory ist ja nicht gerade der Ordentlichste. Angus hat den Schlüssel. Es sei denn, wir kommen anders rein. Beraubend. Wie seltsam. Sehen Sie sich das mal an. Da! Sie bilden einen perfekten Kreis. Das kann kein Zufall sein. Sieht aus, als fehle einer der Steine. Schwer genug, um sich damit hinabziehen zu lassen. Wir müssen die Leiche... Um ihren Mörder... Um sicher... So eine Rose habe ich noch nie gesehen. Ich schon. Der Gärtner, Rory, er hat welche davon im Gewächshaus. Jeder davon trägt eine Inschrift. Nochmals danke, dass Sie mir da drin zu Hilfe geeilt sind. Ich bin froh, dass ich Sie rechtzeitig gefunden habe. Gott sei Dank hatte Mr. Harrison eine Vermutung, wo Sie sein könnten.
Das ist eine ungewöhnliche Rose. So eine habe ich am Seeufer liegen sehen. Ei, die war von mir. Eine Blume für die Blume von Skahandu. Cecilia. Meine Tante? Die sind für Sie? Ei, ich züchtete sie für Sie. Sie liebte die Rosen, Cecilia. Aber nicht die roten. Erinnerten sie an Blut, weißt du? Verzeihung, aber wäre es nicht passender, sie ihr aufs Grab zu legen? Wieso? Da ist sie doch gar nicht, Junge. Dort ruht sie nicht. Und ich halte nicht viel von eurem modernen Gott. Was ist ihr zugestoßen? Was ist Cecilia zugestoßen, Rory? Ich möchte keine alten Wunden aufreißen, Junge. Die Steine am Seeufer sind mit seltsamen Zeichen versehen. Runen? Ei, ich bin wohl etwas altmodisch. Ich mag die alten Sitten. Ein Aberglaube wird nicht vernünftiger, nur weil man schon lange daran glaubt. Denk darüber besser nochmal nach. Deine kostbare Wissenschaft kennt nicht alle Antworten, Mädchen. Darf ich ein paar Rosen haben, Rory? Ich möchte sie auf Cecilias Grab legen. Was bedeutet sie dir? Du kanntest sie nicht. Das stimmt. Aber sie gehört zur Familie. Und Vater sprach immer so liebevoll von ihr. Er lächelte sogar, wenn er erzählte, wie er als Kind mit ihr im Garten gespielt hat. Hat er das, ja? Ei, na, das ist gut zu wissen. Ich müsste noch welche im Gewächshaus haben. Wir unterhalten uns später, Rory. Ei, da bin ich sicher, Junge. Bedauere, Mädchen, aber du kannst hier nicht rein. Das darf nur die Familie. Warten Sie mal. Nein, schon gut. Ich verstehe das. Gehen Sie vor und ich warte hier, wenn es sein muss. Ei, es muss sein. Ich weiß, es sieht nicht aus, als hätte ich einen grünen Daumen. Die hier sind mausetot. Schwer, hier irgendetwas Schönes anzubauen, seit Cecilia fort ist. Wollen Sie noch mehr Schlösser aufbrechen, Junge? Sind das... Ei, Cecilias Rosen. Die sind wunderschön. Das finde ich auch. Sonst scheint hier allerdings nichts zu wachsen. Können Sie mir von Cecilia erzählen? Wie war sie so? Sie war ein liebes Mädchen. Aber ach, sie hatte mehr als genug Probleme. Großvater Edward? Ganz genau, Junge. Sie sagten, sie läge nicht in ihrem Grab. Ei, sagte ich. Ist sie ertrunken? Ist sie. Hat sich umgebracht. Ihre Leiche fand man nie. Mir bleiben nur noch Erinnerungen. Und die sind nicht mehr das, was sie waren. Und das dort. Es ist wundervoll. Cecilia hat das gemacht? Das hat sie. Ei. Für mich. Das Mädchen muss sich die Finger blutig gestochen haben. An den Dornen, wissen Sie?
des Namens Gordon nicht würdig. Fort von ihr, du Feigling! Ich weiß, es sieht nicht aus, als hätte ich einen grünen Daumen. Sind das... Können Sie mir von Cecilia erzählen? Wie war... Es ist wundervoll. Cecilia hat das gemacht? Das hat sie. Ei. Was ist passiert? Das könnte ich Sie fragen. Sie haben mit sich selbst geredet. Und dann haben Sie mit den Armen rumgefuchtelt, als ob Sie gegen etwas kämpfen. Was konnte ich nicht sehen? Sie haben gebrüllt und das Mädchen kam rein, um nachzusehen, was los ist. Sie wollte sie beruhigen, aber sie sind auf sie losgegangen. Da war eine alte Frau. Sie trug ein langes, fließendes Kleid und klang stark und entschlossen. Klingt nach Rosemary. Sie war Lady Margarets Mutter. Konnte Cecilia keine Kinder bekommen? War Großvater Edward darüber erzürnt?
Sie scheinen einiges zu sehen, Junge. So einiges. Es lag nicht an ihr, es war ihr Mann. Er war das Problem, konnte nicht. Sie verstehen? Ich glaube schon, ja. Ei, tja, Edward gab Cecilia die Schuld, dafür den falschen Mann gewählt zu haben. Das wird schon wieder, Junge. Du brauchst nur ein bisschen frische Luft. Dieser Ort kann einem nahe gehen.